Herzlich willkommen zu NBC Giga. Ab jetzt 5 Stunden live aus dem New Media Center und wir versprechen euch ein Halloween der absoluten Extraklasse und wir haben auch extra noch eine Tanzformation auswendig gelernt. Ernsthaft. Aber darüber hinaus noch ganz, ganz viel mehr. Aber erst tanzen wir jetzt mal ein bisschen. So gut das geht. Die Halloween-Sendung neigt sich dem Ende entgegen. Ah, ich hasse diese Scream-Fresse. Ja, ich hoffe, ihr hattet Späßkes. Ja, es war ja schon auch ein Stück weit unterhaltsam, auch gruselig. Ja, ja auf sehr, jeden Fall. Sehr. Auf jeden Fall. Also ich habe mich immer wieder gegruselt und habe mein fehlendes Herz, ich bin ja nur ein Skelett, irgendwie auch tausendmal flattern hören. Ich weiß nicht, warum Vampirella mich die ganze Zeit beißen will. Ich habe nur Knochen. Ich habe nur Knochen. Aber das gruselige Halloween, ne? Das geht ja heute Abend erst los, wirklich. Hör mal, weißt du was, Sumi, ganz kurz. Ja. Jochen war den ganzen Tag der seriöse Updater. Und jetzt um kurz vor 8 gibt der Daniel mit der Maske einen Zungenguss, echt. Geht's? Warum? Ist der Daniel? Wer ist denn das? Das ist Jochen und das ist Nein, Daniel. Auch Mensch. Die sagen aber nichts. Wie lief's bei euch heute und was läuft gleich noch bei euch heute auf giga.de? Oh, bei mir geht's weiter. Im Comments-Bereich gibt's ja die Wahl zum Oberbösewicht. Aua! Und dann gibt's die Boogie. Am Wochenende sind ja Bundesligaspiele und das kann auch gruselig sein. Stell dir mal Rudi Assauer vor. Oh ja, um Gottes Willen. Und heute ist so ein bestimmtes Fußballspiel. Vanessa, du hast kein Mikro. Ich wollte ihm das sagen. Ich wollte nur Daniel sagen, dass heute ein ganz wichtiges Fußballspiel in der Türkei stattfindet. Danke. Habe ich aber vergessen, gegen wen. Ich dachte, du spielst, du wüsstest das. Ist eigentlich noch Zeit für ein gruseliges Abschiedsbild? Ja, klar. Du musst noch für Halloween unbedingt was Gruseliges stellen. Warte. In Position. Warte. Muss da jemand beißen, Vanessa? Ich beiß mich. Skeletor. Aua! Carsten, du altes, mieses Teil! Oh, das ist super! Sind wir gut heute wieder? Prima. Oh, jetzt habe ich die Decke runtergeschmissen. Was macht ihr heute Abend noch so? Ja, feiern natürlich. Eine Gruselparty? Ja, klar. Verkleidest du dich dann endlich? Wie ich war verkleidet, ich bin als Marshmallow Man gegangen. Nur, das ist keinem aufgefallen. Das ist jeden Tag. Ich bin im Chat. Daniel ist im Spoiled Stars Chat. Bis Sonntagabend. Das ist für dich sehr löblich. Martin. Ja? Geht's dir besser? Was machen die Kopfschmerzen? Die Schmerzen sind noch immer groß. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte, wie es passiert ist. Also ich bin an die Treppe runtergegangen. Ah, nee, ich erzähle es später. Och, Mensch. Oh, jetzt.
Also ich bin da die Treppe runtergegangen, ne? Und unten, als ich dann unten ankam, dann war da diese Frau. Und die meinte, hallo. Und ich habe mich so erschrocken, dass ich rücklings in ein IKEA-Stahlregal gefallen bin, das natürlich auch in jedem anderen Möbelhaus gekauft werden kann. Und dann ist es passiert. Wach geworden bin ich dann, als es schon zu spät war. Und dann bin ich auf dem Nachhauseweg aus dem Krankenhaus nochmal von einem leichten Alu-Radfahrer. Da habe ich doch das kaputte Ohr auch noch. Dann bin ich von diesem Alu-Radfahrer überfahren worden. Und dann hatte ich hier diese die Armverletzung davon. Wie war es bei dir, Uta? War die Story zu Ende? Ich bin kurz eingegangen. Ja, nee, ist gut. Wie war es bei dir? Ich hatte heute eine Begegnung mit einem Lastwagen, aber ist okay, ich konnte hier arbeiten. Kein Thema. Ach, der da unten steht, völlig zerbeult. Ja, Martin und ich sind ja auch verwandt. Verwandt im Herzen. Jochen, willst du eigentlich noch mal irgendwas sagen oder du röchelst im Hintergrund nur rum? Gib dem jungen Mann mal das Mikrofon. Ich krieg keine Luft hier. Du hast gerade die Maske abgepackt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine gruselige Halloween-Nacht, würde ich sagen. Ja. Und freuen uns aber auch auf Montag, denn dann ist der Spuk vorbei. Oh ja. Und dann geht der Spuk weiter mit genau, vielen Gästen. Mit vielen Gästen und einem ganz besonderen Gast, mit dem ich schon das letzte Mal einen persönlichen Tango getanzt habe. Trooper da Dawn. Bei uns zu Gast mit einer Solo-Single. Der hat doch sein Video auch dabei, oder? Ja. Oh, nee, Snap. Nee, Snap. Genau, Snap kommt wir auch. Aber Trooper da Dawn sehen wir jetzt im Hintergrund. Und zwar mit Troop. Der ist ja so, so sexy, der Trooper da Dawn. Also der hatte, glaube ich, das letzte Mal schon so Geheimratsecken, deshalb mussten die ja jetzt abrutscht werden. Das tut mir leid. Tanzt du mit ihm wieder? Das war so nett. Ach na ja, da muss er mich persönlich dazu auffordern. Mal sehen, ob er das dann macht. Außerdem haben wir ja Snap featuring NG3 da. Haben die eigentlich auch einen Clip dabei? Momentan, jetzt und hier? Nee. Jedenfalls, nach Rhythm is a Dancer kommen die jetzt mit Oops Up um die Ecke. Oh ja, nee. Doch. Mensch. Da bin ich total alle Mega-Hits werden auch dieses Jahr wieder Hits. Und das war's von uns für Halloween. Aber die Party ist natürlich noch lange nicht vorbei. Um Gottes Willen, noch lange nicht. Es geht ja weiter, ne? Jetzt gleich hier mit der Halloween-Music-Party. Mit der Giga... Wirklich. Und dann um 22 Uhr, da gibt's wirklich richtig fiese Gestalten, ne? Da gibt es ja die sind ganz blass. Die sind ekelhaft. Genau, und es könnte sein, dass Simon mir ein bisschen ähnlich sieht. Könnte sein. Könnte unter Umständen sein. Die spielen natürlich auch was Halloween-mäßiges Ghost Hunter für die PS2, unter anderem. Ne? Sie lassen sich auch ganz schön viel Widerliches einfallen. Ich glaube, es wird ein Spektakel. Ihr müsst gar nicht vor die Tür gehen. Nee, bleibt einfach da. Genau. Ja, das war's. Ja, genau. Gruselt euch weiter. Und ich hoffe, ihr schönes Spaß. Wochenende. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Yeah. Yeah. 1400 feet, still looking very good. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. G-g-g-gabby. Yeah, dude.